Ja, hallo, wir starten wieder eine kleine Wandersache und wir sind hinter Bad Wiessee am Tegernsee am Sonnenbüschel. So, das Schöne am Wald ist, ne? Die Kinder haben sich hier mal richtig gemütlich gemacht. Machen erst mal eine fette Brotzeit. Aber man hat wirklich viel zum Gucken. Ist echt schön. Gerade hier ist eine Stelle mit schön viel Laub, schön braun. Sonne guckt schön. Tim, unser Forscher, dem habe ich erklärt, wenn man hier 50 Meter durch den Wald hochgeht, habe ich gesagt, da findet er den Geocache. Weil eigentlich wäre er ja hier vorne rum gewesen und da geht irgendwo da oben der Weg lang. Und da drüben so ein bisschen ist der Cache. Und ja, der geht durch den Wald. Ja, der Tim, der schimpft. Jetzt haben wir dann die nächste Abzweigung gefunden, von da sind wir gekommen. Hier geht es vielleicht tatsächlich, der Geocache ist immer noch so ein bisschen seitlich, so mehr so. Hier können wir tatsächlich hochkommen. Aber der Tim hätte jetzt gerne glatt. Übersetzt würde ich mal sagen, meint er eben. Aber das gibt's hier nicht. Wir erforschen Wege, die Google noch nicht kennt. ja, ein Pilz, genau. Den Weg kennt Google nicht. Wir nähern uns trotz allem aber den Geocache. Ja, jetzt geht es auch schon in die Richtung da, das kommt gut hin. Ein kleiner Rundumblick hier vom Wald. Und da hinten ist noch ein Rohr. So, wir haben es fast geschafft. Tiere haben wir leider noch nicht entdecken können, obwohl wir wirklich tief durch den Wald gehen gerade. Jetzt bin ich mal gespannt. Meistens werden die Geocache so versteckt, dass man mal an Orte kommt, wo man noch nicht war, die eigentlich sehenswert sind. Das hoffe ich mal. Vielleicht kriegt man hier einen tollen Ausblick oder so. So, wir haben den Geocache gefunden. Und jetzt sagen die auch noch, der ist voll offensichtlich. Aber was keiner weiß, wie man tatsächlich hierher kommt. Das ist ja der Hammer. Ich zeige jetzt mal nicht genau, wo er liegt. Ja, du zeigst noch drauf. Und hier ist eine noch bessere Aussicht. Also, das haben sie mal wirklich wahrgemacht, den Geocache an eine Stelle zu legen, wo man tatsächlich eine richtig geile Aussicht hat. Jetzt gucken wir mal ganz den Stückchen hier vor. Ja, Leute,
den Geocache. Da haben wir uns eingetragen und ein bisschen getauscht. Sehr schön gelegen, muss man sagen. Und jetzt, so stelle ich mir das vor, so muss es durch den Wald gehen. Das ist herrlich. Irgendwie erinnert mich das an meine Kindheit. Ich weiß nicht, ob wir nur Glück hatten. Aber solche Wege sind wir dann manchmal gegangen, dachte ich. So richtig schön durch den Wald. Nicht so diese Schotterstraßen oder diese richtig festergelegten Wege. Hier ist der Weg ist ja da, ich weiß nicht, auch vom Rumlaufen. Aber so stelle ich mir das vor, das ist herrlich. So, der Weg hat uns zurück und wir dürfen den Massentourismus schildern, wieder nach unten folgen. Ja, das soll es gewesen sein von unserer Semmelbergrunde. War sehr, sehr schön. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt kommen noch die Bilder.